Israel hat in der Nacht Stellungen der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen angegriffen. Die Armee teilte mit, sie habe terroristische Ziele im Süden des Gebietes attackiert. Sie veröffentlichte Infrarot-Luftbilder der Einsätze. Nach palästinensischen Angaben wurden Sicherheitsposten und ein Ausbildungslager getroffen. Berichte über mögliche Opfer gab es zunächst nicht. Militante Palästinenser im Gazastreifen hatten am frühen Samstagmorgen zwei Raketen auf das Mittelmeer abgefeuert und verursachten eine Explosion vor der Küste von Tel Aviv.